Ich sage immer, Wissen ist eine Hohlpflicht und keine Bringschuld. Und wir können nicht erwarten, dass diejenigen, die uns jeden Tag Panik und Angst einjagen, uns auch erklären, dass es doch nicht so ist. Das wird also nie passieren. Nein, das wird nie passieren. Ja. Also müssen wir uns selber darum kümmern. Deswegen ist es notwendig, so ein gewisses elementares Basiswissen zu haben über so einfache Zusammenhänge. Ja. Ja? Und jetzt kommt der wichtigste Satz von heute. Es gibt keine Krankheiten. Das musst du jetzt uns allen genauer erklären. Mache ich gerne. Es gibt nur Symptome. Es gibt keine Krankheiten. Also ist das dann ein Hilferuf oder wie kann ich das verstehen, das Symptom? Wenn man Symptome im Duden nachschlägt, steht da zufallsbedingter Umstand. Mhm. Also man könnte auch sagen, das ist die Auswirkung von irgendetwas. Das akzeptieren wir natürlich so nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Aber ich will nur sagen, Krankheiten sind ja nichts anderes als Etiketten, wo man verschiedene Symptome zusammenfasst. Ja. So. Ich sag mal, was weiß ich, Bauchschmerzen. Menschen vor 1000 Jahren hatten Bauchschmerzen, Menschen heute haben Bauchschmerzen, Menschen in 1000 Jahren werden Bauchschmerzen haben. Das ist ein bekanntes Symptom. Ich kann es jetzt aber unterschiedlich interpretieren und deuten. Ja? Und ich kann da auch unterschiedliche Diagnosen draus schustern. Ja? Aber es wird nichts daran ändern, dass das Symptom immer gleich bleibt, nur dass sich diese in Abhängigkeit vom Zeitgeist diese Diagnosen geändert haben. Ja, guck mal, es fällt ja schon auf, wenn wir sagen, es gibt, ich sag mal, ein paar tausend Krankheitsbilder auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir, sagen wir, es gibt nur eine Gesundheit. Das ist schon, da denkst du so, wie kann das sein? Mhm. Ja. Nein, das ist viel einfacher alles. Ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, um das zu durchschauen. Das ist super einfach. Es ist wirklich so einfach, wie ich es jetzt hier sage. Du hast vielleicht 50 bis 80 wichtige Symptome. Mehr gibt es nicht. Es gibt mehr Symptome, aber wirklich für die häufigsten Krankheitsbilder, mehr hast du eigentlich gar nicht. So. Und man muss sich ja einfach nur die Frage stellen, was gibt es denn für Symptome? Oder grob gesagt, wodurch ist eine jede Art von Krankheit in Anführungszeichen gekennzeichnet? Und das können wir hier gleich mal uns anschauen auf der nächsten Abbildung. Ja, gerne. Nämlich durch drei Merkmale. Es gibt subjektive Symptome, es gibt objektive Symptome. Also subjektive Symptome ist all das, was nur du selber wahrnehmen kannst. Also was weiß ich, Schwindel, Schmerzen. Mhm. Objektiv ist das, was ein anderer von außen sehen kann, wo du sagst, aha, da ist irgendwas bei dir, ist was gerötet oder da ist eine Fehlstellung oder weiß der Geier was. Das sind sozusagen die beiden Arten von Symptomen. Jetzt kommt das Entscheidende, die Bewertung, und zwar durch jemand anderes. Und das ist die wichtigste Stellschraube. Damit entsteht die Magie. Damit kann man sagen, könnte ich eine Krankheit aus dem Zylinder zaubern. Mhm. Denn so wie ich jetzt bewerte, also mit dem jeweiligen Weltbild oder medizinisches Ordnungssystem, was ich gerade im Studium gelernt habe, erzeuge ich jetzt eine Diagnose. Mhm. Ja? Das heißt also, es hängt davon ab, welchen Kenntnisstand ich selber habe, welche Lehrmeinung ich jetzt habe, auf die ich mich berufe, was für Messwerte ich erhoben habe, was für Laborbefunde ich habe, was für Röntgenbilder ich habe. Und daraus baue ich jetzt gemäß meines Weltbildes, meines Erfahrungsschatzes, meines Kenntnisstandes eine Diagnose. Tadam, ist sie da. Aus bekannten Symptomen. Und es gibt diesen berühmten Ärztewitz, drei Ärzte, vier Diagnosen. Mhm. Die Diagnose kann falsch sein. Das Problem ist nur, an der Diagnose hängt die Prognose. Mhm. Und wenn du sagst zu jemandem, du hast das und das, 3 Monate noch zu leben, dann hängt da eben diese Prognose dran und für denjenigen ist es dann natürlich wie ein Todesurteil. Wenn es dann hinterher heißt, sorry, wir haben da die Proben im Labor vertauscht oder wir haben uns nochmal zusammengesetzt und nochmal beraten, eigentlich ist es doch nicht so schlimm, wir haben uns geirrt. Ja. Ich glaube, da gab es im Saarland irgendwo, da gab es den Fall, wo ein Laborarzt absichtlich bei Brustkrebsuntersuchungen immer irgendwie Krebs reingeschrieben hat, also bösartig und so weiter. Und der hat das aus Hass gemacht angeblich. Mhm. Und furchtbar, oder? Ja. Also sowas gibt's. Ja. Und das ist das Entscheidende. Nicht so sehr das Symptom, natürlich gibt es auch Symptome, die lebensbedrohlich sind. Das ist damit nicht gemeint. Ja? Das soll jetzt nicht falsch verstanden werden. Es gibt lebensbedrohliche Symptome, aber keine Krankheiten in dem Sinne. Aber wir haben uns darauf verständigt, daraus Krankheiten zu machen. Das heißt, in dieser Definition der Krankheit ist bereits schon, ich sag mal, der intellektuelle Verarbeitungsprozess drin. Die Interpretation ist da schon drin. Also da steckt schon so viel mehr mit drin. Ne? Ja, wir haben uns halt vereinfacht, ne? Sehr, sehr stark. Darum geht es. Ja. Aber eigentlich wiederum auch nicht, weil wir haben mittlerweile mehr Krankheitsbilder, als es Symptome gibt. Sag ich ja, es gibt tausende von Krankheitsbildern, aber so viele Symptome gibt es gar nicht, wenn man es mal ganz genau betrachtet. Und man darf jetzt nicht einen Laborbefund als Symptom bezeichnen. Also wird aber mittlerweile heute als Zusatzbefund mit dazu gebracht. Um zum Beispiel, der Meinige hat jetzt, keine Ahnung, Brustschmerzen, was weiß ich, noch einen Hautausschlag und dann kommen noch 3, 4 Laborwerte dazu und daraus wird dann die Diagnose gemacht. Ja? Das heißt also, mittlerweile ist auch sehr viel, wird wirklich Bildgebung, Diagnostik, Labor gemacht, ja? Bevor man wirklich den Menschen mal antlitzmäßig untersucht hat, Konstitution, das wird ja alles gar nicht gemacht.
So, und das ist unser Dilemma. Das heißt, man entfernt sich damit eigentlich von dem eigentlichen Menschen. Und ich sage immer, die Symptome, die sind nichts anderes als, die präsentieren eine Geschichte. Mhm. Die erzählen deine Geschichte. Und der Körper ist immer ehrlich. Er kann nicht lügen. Du kannst dir natürlich sagen, ach Quatsch, es ist alles nicht so schlimm und bla und so. Aber die Symptome sind ehrlich. Die zeigen genau, wie du es wirklich empfunden hast oder was da auch immer gerade stattgefunden hat. Ja, und das sollte man erstmal verstanden haben. Also jede Krankheit, drei Merkmale. Subjektive Symptome, objektive Symptome und dann die Bewertung. Also das ist der magische Akt, wo dann die Diagnose entsteht. So. Du hast ja die zentrale Rolle des Symptoms auch nochmal. Genau, ich hatte ja gesagt, es gibt keine Krankheiten an sich, sondern jedes Symptom ist Teil der Körperregulation oder man könnte sagen eines bestimmten Anpassungsprogrammes in unserer Körperintelligenz. Und jetzt, um das nochmal ein bisschen zu differenzieren, damit es noch klarer wird, weil vielleicht haben wir ja auch Zuschauer, die auch aus der Medizin kommen, die sagen, Mensch, was erzählt der da? Das ist, kann man ja nicht so pauschal sagen. Bei den objektiven Symptomen, ja, kann man ganz klar sagen, alles, was messbar ist, das kann eine Überfunktion sein in einem Gewebe, ja, dass das Gewebe zum Beispiel größer geworden ist oder, was weiß ich, schneller aktiv ist, also was ist, das Herz schlägt schneller, ist ein Gewebe. Und umgekehrt natürlich eine Unterfunktion kann es sein. Die Zellen können sich teilen, das heißt, es kann zu einer Zunahme des Gewebes kommen. Es kann aber auch zu einer Abnahme kommen, also dass quasi irgendwo Schleimhaut dünner wird und dann solche Ulzere entstehen, also solche Defekte. Die Zelle kann anschwellen, also was weiß ich, nach Muskeltraining, Hypertrophie will man ja erreichen. Man schwächt den Muskel mit Widerständen und erreicht in der Ruhephase dann, dass der größer wird, also mehr Fasern in sich bilden. Es kann aber auch zu einer Anschwellung im Zwischenzellraum kommen, also klassischerweise Ödem, im Bein oder in der Lunge, wo auch immer. Dann, wenn ein entzündlicher Prozess stattfindet, und das ist auch das Wichtigste nochmal als klare Botschaft, die Entzündung ist das zentrale Reaktionsprogramm der Körperintelligenz. Und je nachdem, wie diese Entzündung abläuft, können daraus unterschiedliche Dinge entstehen. Es kann zum Beispiel dazu führen, idealerweise, dass das Gewebe danach vollständig wiederhergestellt ist, wie vor dem Schaden, der eingetreten ist. Es kann dazu führen, dass das Gewebe vernarbt. Es kann dazu führen, dass sich kleine Kapseln, also Zysten bilden, mit Flüssigkeit füllen, kann es sein. Es kann auch zu einer Verdichtung des Gewebes kommen, dass das Gewebe hinterher wesentlich stärker ist als davor. Es kann dazu kommen, dass das Gewebe degeneriert, also wirklich abgebaut wird. Oder es kann dazu kommen, dass sich ein Tumor bildet. Wobei die Voraussetzung dafür dieser entzündliche Prozess im Zwischenzellraum ist. Oder aber wir haben zum Beispiel eine Mangeldurchblutung oder eine vermehrte Durchblutung, also auch sichtbar äußerlich, oder eine Erhöhung der Temperatur oder eine Erniedrigung. Das sind alles so objektivierbare Symptome. Und die kann man von außen sehen, messen. Ja, das ist, und das sind eigentlich das Wesentliche. Jetzt kommt es natürlich darauf an, in welchem Gewebe findet jetzt welches Symptom statt. Ja? Also wenn es jetzt hier ein Muskel ist, eine Schwellung ist was anderes als in der Lunge. Oder das Thema Migräne, ne? Das ist ja ein Riesenthema gerade. Richtig. Symptomschmerz. Moment, können wir mal als Beispiel nehmen. Ja. Du hast jetzt gesagt Migräne. Migräne ist schon die Diagnose. Geh zurück, Schmerzen. Jetzt muss man den Schmerz mehr charakterisieren. Wo ist er? Wo tritt er auf? Weil Migräne ist schon Interpretation, wie der Schmerz möglicherweise entstanden sein könnte, nämlich durch einen Spasmus von Gefäßen. Mhm. Also in diesen Diagnosen steckt ja schon die Interpretation der Entstehung des Symptoms. Mhm. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Ja? Aber wenn man sagt, okay, vielleicht hat er gar keine Migräne, er hat erstmal Kopfschmerzen und die kommen aus völlig anderen Gründen. Ja? Ja. Das meine ich damit. Ja, absolut. Ja. Ja? Ja. Und ich habe meinen Schülern immer wieder gesagt, wenn ihr Anamnese macht, nicht Diagnosen stellen gleich. Gute Anamnese heißt, ganz genau hinschauen und die Symptome ermitteln. Das ist das Wichtigste. Weil wenn du da nicht genau bist, dann wird die Diagnose wahrscheinlich auch daneben liegen. Vor allen Dingen, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast. Ja, ja, und dann haben wir auch die subjektiven Symptome. Das hatten wir ja schon gesagt, Schmerzen, Jucken, Brennen. Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, Unwohlsein, also das, was man eher selber für sich wahrnimmt. Ja. So. Und viel mehr gibt es da nicht. Ja, bei den Schmerzen müsste man es jetzt noch differenzieren. Na klar, es gibt stechende Schmerzen, dumpfe Schmerzen, Schmerzen mit Ausbreitung, Schmerzen durch bestimmte Einflüsse ausgelöst, klar. Aber auf einer Sache her, deswegen gehen Menschen meistens zum Arzt, weil sie sich unwohl fühlen, weil sie eine Krankschreibung brauchen oder weil sie Schmerzen haben, meistens jedenfalls. Notfälle ist noch was anderes, aber die meisten gehen mit irgendwelchen Schmerzen zum Arzt oder Therapeuten, was auch immer.